Wenn man sie alle beieinander hat, meine lieben Freunde, das ist ein echtes Lebensgefühl. Kann ich euch nur empfehlen. Jetzt werden einige sagen, weißt du, hast sie alle beieinander? Ja! Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory. Meine lieben Freunde, seht, was wir hier vor uns haben. Ein AKW, das wortwörtlich auf der Klippe steht. Oder auf der Kippe? Auf Messers Schneide, könnte man auch sagen. Und ihr seht, ich habe das jetzt hier alles nochmal ein bisschen schöner gemacht, ja, ein bisschen übersichtlicher. Denn wir wollen ja diesen Komplex hier noch zu etwas Großem ausbauen. Ich habe große Pläne, ja. Ich habe Pläne, die 3 AKWs an dieser Stelle vorsehen. Auf rund gebauten, ja, Foundations, ja, die so rund sind, wie wir das ja bei den anderen Gebäuden auch schon haben. Und in der Mitte einen Zentralkolben, wo die Brennstäbe produziert werden. Das ist der Plan für die langfristige Zukunft. Ja, wir haben ja Pläne für die längerfristige Zukunft und wir haben Pläne für die kurzfristige Zukunft. Die Pläne für die kurzfristige Zukunft werde ich euch gleich schildern, aber ich möchte euch nochmal kurz hier zeigen. Guckt euch das mal an, wie schön sauber und übersichtlich das hier jetzt ist. Ja, wir haben jetzt hier eine schöne Strecke, eine schöne Verbindung, wo unsere Rohmaterialien von den anderen Fabriken hergeleitet werden für die Kernbrennstäbe-Produktion. Hier kommen die ganzen Oszillatoren jetzt an und die elektromagnetischen Kontrollstäbe, die kommen dann hier rüber, werden in diesen Tunnel unter mir oder in diesen Turm unter mir geleitet, sozusagen. Ja, und kommen dann hier rüber über diese Brücke. Da kann man auch drunter durchfahren. Die ist auch da hinten verbunden mit dem Zement, mit der Zement-Location. Und die wird dann hier, das wird hier quasi die Nabelschnur für diese Anlage werden, so ein bisschen. Ja, und das ganze Zeug, was da in der Luft gehangen hat, das habe ich weggemacht. Das war so hässlich, das kann man ja keinem zeigen. Ja, ganz furchtbar. Da rollen sich mir ja die Fingernägel auf. Genau, was ist der Plan für heute, meine lieben Freunde? Erstmal ist der Plan, nochmal hier schnell runterzuspringen und euch nochmal zu zeigen, wie viele von den Brennstäben jetzt am Start sind. Während ich hier offscreen gedengelt habe, sind nämlich einige zusammengekommen. So, ich habe auch nochmal Filter gemacht für den Hazmat-Suit. Oh, schnell anlegen, schnell anlegen, schnell anlegen. Genau, ich habe über ein Stack an Filtern, 54. Und das ist ganz gut, weil die werden hier auch dringend gebraucht. Wenn man hier unterwegs ist in dieser Anlage. Hier ist noch so eine... Au! Fallschaden kriegt man halt immer noch, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Ich mag dieses Detail halt auch. Das hat auch jemand geschrieben auf YouTube mit den Blitzen, die man in der Sicht hat, wenn man in die Strahlung reinkommt. Das ist nämlich genau das, was bei echter Strahlung auch passiert. Man sieht diese Blitze auf der Netzhaut, weil das diese hochenergetischen Partikel sind, die auf die Netzhaut treffen. Die blitzen dann auf. Und man sieht das vor allem auch, wenn man Filmaufnahmen zum Beispiel von Tschernobyl sieht, dass dann so Blitze im Film drin sind. Das sind auch diese Teilchen, die dann auf den Film treffen und den da an der Stelle belichten. Das ist schon ziemlich geil. Ein geiles Detail eigentlich. Und genau, jetzt sind wir hier. Das ist unser AKW. Und natürlich, der hier ist am Dengeln. Ne? Wir sehen das hier. Der ist fleißig am Produzieren. Kernbrennstäbe und so. Und hier ist schon einiges zusammengekommen. 41 stauen sich hier immerhin schon. Und wir haben auch schon am Popo vom Atomkraftwerk schon ein bisschen Waste. Da schielt quasi schon eine Atommüllwurst raus. Die guckt schon mit dem Köpfchen raus. 25 Einheiten stauen sich da schon. Ich werde das einfach mal volllaufen lassen. Ein Waste-Stack schafft ja 500 Einheiten momentan. Wir lassen es einfach mal volllaufen. Ich will nämlich mal wissen, was passiert, wenn der Stutzen, der Auslassstutzen vollgelaufen ist und man immer mehr Atommüll trotzdem noch produziert, ob es dann Bumm macht. Man weiß es nicht. Man muss alles mal ausprobiert haben im Leben, kann ich nur sagen. Auch das Überlaufen eines Atomkraftwerks. Deswegen habe ich das jetzt hier mal noch so stehen lassen. Und das wird ja eh alles noch umgebaut in Zukunft. Wie gesagt, neue AKWs sollen hier noch entstehen. Dass wir mit der Gesamtkapazität dann, ja, vielleicht auf 25 Gigawatt kommen. Im übertakteten Zustand vielleicht auch noch mehr. Und natürlich werden wir die Brennstabproduktion auch noch ein bisschen ausbauen. Das steht auch noch an. Das ist auch noch auf dem Programm, also dass wir noch mehr Brennstäbe raushauen. Jetzt momentan produzieren wir ja irgendwie nur 3 pro Minute. Ne, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ihr müsst jetzt gucken. Ihr habt es, glaube ich, gerade eben auch gesehen. Ist ja noch nichts übertaktet und so. Ist ja immer noch Standardproduktion. Aber prinzipiell würde halt noch mehr gehen, sagen wir es so. Da geht noch was.
Und das können wir machen. Jetzt, meine lieben Freunde, aber zu den kurzfristigen Plänen. Das sind ja wieder alles langfristige Sachen, die ich jetzt erklärt habe. Die kurzfristigen Pläne sehen vor, dass wir noch ein paar Dinge, die wir noch nicht automatisch produzieren, Und zwar haben wir ja zum Beispiel noch keine Produktion für Turbomotoren. Diese ollen Turbomotoren, wir erinnern uns vielleicht, die schon von Anfang an eigentlich mich zur Weißglut treiben, weil ich die ja bei dem einen Wrack auch mal gebraucht habe und ich die da nicht benutzen konnte. Beziehungsweise früher brauchte man sie ja auch für die programmierbaren Splitter, was ja jetzt anders ist, jetzt brauchen die programmierbaren Splitter ja Supercomputer. Aber früher brauchte man die blöden Dinger ja noch für diese Splitter halt. Und jetzt will ich die endlich mal machen. Jetzt will ich die endlich mal produzieren lassen. Wir haben die noch nicht einmal gecraftet. Ich glaube, ich habe auch noch nicht einmal so einen blöden Turbomotor in der Hand gehalten. Ich will endlich Turbomotoren machen. Und natürlich, welcher Ort wäre besser geeignet für Turbomotorproduktion als unsere Fabrik, die wir hier schon aufgebaut haben. Wo wir ja auch die Kernbrennstabs... Warum laufe ich außenrum? Warum nehme ich nicht einfach mein Jetpack? Das ist wieder so toll. Wo wir hier auch schon die Kernbrennstabsbauteile produzieren. Denn wir brauchen ja für die Turbomotoren auch Statoren. Und ich gucke jetzt nochmal bei X, sieht man ja jetzt die Rezepte für die Teile. Und ich gucke jetzt mal nach unten. Turbomotoren. Turbomuttis. Für die Turbomuttis brauchen wir 8 Statoren und KI-Begrenzer. Das wird definitiv notwendig sein, dass wir die uns nochmal, dass wir die Produktion nochmal steigern, weil die werden auch nicht eingelagert momentan. Turbomotoren, genau, hier normale Motoren brauchen wir. Da würde ich sagen, wir machen ja gleich mal Folgendes für die normalen Motoren. Wir holen die uns mal gleich mit einem Band aus dem Lager. Denn das ist nämlich das einzige von diesen Sachen, die wir jetzt schon in großen Mengen gelagert haben. Und natürlich auch, wir brauchen auch diese Funksteuerungseinheit dafür. Ich habe übrigens jetzt mal per Inni den Speicherfreeze, den ihr gerade gesehen habt, auf eine halbe Stunde reduziert. Also alle halbe Stunde kriegt ihr jetzt nur noch diesen Freeze zu sehen. Mit einem Eintrag. Danke an der Stelle auch nochmal an denjenigen, der es mir gesagt hat. Ich habe leider schon wieder vergessen, wer es mir gesagt hat. Auf jeden Fall funktioniert das. Der Speicherfreeze tritt jetzt nicht mehr so häufig auf. Genau. Kühlkörper brauchen wir nicht. Wir brauchen Platten. Wo sind sie nochmal? Hier drüben waren sie, glaube ich. Das müssten sie sein hier. Ja, Aluminiumblech. Da rede ich kein Blech. Das stecke ich weg. Und dann ziehen wir uns mal ein Motorenband in diese Richtung. Dann setze ich mir da einen Lift hin. Oh, der geht sogar vorbei. Nicht schlecht. So, und das war jetzt... Welche Stelle war das jetzt? Das müsste der Ausgang sein, richtig? Ich probiere es jetzt mal. Ja, das ist der Ausgang. Ich hab's richtig! Hervorragend! Ja, da sind sie! Nice. Wir gehen da oben rüber, würde ich sagen. Da haben wir schon die Förderbandbrücke am Start. Hervorragend. Als hätte ich es geplant. Dann einmal einen Lift nach oben. Oh. Ah ja, warte mal. Hier müssen wir mal die Decke tatsächlich wegmachen. Die muss eh weg. Hier sollen ja noch mehr Lagercontainer auch noch stehen. Das ist ja der Punkt. Stimmt, hier sollen mehr Lagercontainer... Aha, hier sollen mehr Lager... Moment, haha, wie sollen mehr Lagercontainer stehen? Hier sollen mehr Lagercontainer stehen, denn kann ich das nicht so machen. Moment, da muss ich das außen rumlegen. Also, da muss ich das wirklich außen rumlegen, einmal komplett. Sonst können hier ja keine Lagercontainer stehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Lasst uns das mal wirklich komplett außen rumlegen. Also einmal hier noch so. Sonst habe ich nicht genug Platz für die Lagercontainer, die da noch entstehen sollen. Dann ist ja dann schon alles wieder blockiert. Das wollen wir doch nicht. Blockieren ist doof. Wann kommt es endlich für die PS4, wird gerade gefragt. Gilt für alle Early Access Spiele, auch für Satisfactory. Sony hat da eine ganz seltsame Politik, was das angeht. Und deswegen wird dieses Spiel frühestens, das heißt nicht, dass es dann auch wirklich kommt, aber frühestens dann für die PS4 kommen, wenn es nicht mehr in der Early Access ist. Erst dann. Und das liegt nicht an den Entwicklern, das liegt an Sonys komischer Early Access Politik. Die mögen das halt nicht so. Die haben da eine ganz hohe Qualitätskontrolle. Und es ist unglaublich schwer, da Abnahmen hinzukriegen. Also so technische Abnahmen und Versionsabnahmen für Early Access. Was auch immer der Grund war, warum die Versionen von ARK, die Early Access Versionen, damals immer sehr, sehr lange hinterhergehinkt haben für die PS4. Und das wollen die hier halt nicht. Da haben die keine Lust drauf.
Die wollen sich da nicht durch den Sony-Abnahmeprozess durchwuseln. Und deswegen, kann ich das an der Stelle nochmal erklären, wird dieses Spiel erst und frühestens für diese Konsole kommen, wenn die Early Access vorbei ist. Wie das mit Microsofts Xbox ist, weiß ich nicht genau. Da ist das nicht ganz so restriktiv. Aber auch da gibt es natürlich Abnahmen technischerseits. Und auch da wird es so sein, dass das nicht sofort passiert. Also, dass das halt wahrscheinlich eher noch ein bisschen dauert einfach. So, ich mache jetzt mal hier diesen komischen Lagercontainer weg. Der war ja nur eine Notlösung gewesen. Der soll ja hier eigentlich gar nicht sein. Dann können wir das hier nämlich auch mal löschen. Das war ja gar nicht so als Dauerlösung gedacht da an der Stelle. Jetzt stauen sich schon direkt die Platten hier. So, lasst uns da mal die Verbindung wieder herstellen. Gut. So, Upgrade. Ja, lasst uns das gleich upgraden hier. Wenn wir schon mal hier sind und das Material haben. Es muss ja auch technisch laufen auf den Konsolen. Und dieses Spiel ist nun mal sehr CPU-intensiv. Und jetzt wissen wir ja alle, dass in den Konsolen jetzt nicht gerade die stärksten CPUs verbaut sind. In der Regel sind in den Konsolen immer nur so, naja, wie soll man das sagen? Die CPUs sind einfach nicht stark, sagen wir es so. Die Konsolen-CPUs sind halt nicht so gut. Die Konsolen punkten halt überwiegend bei ihren Grafikeinheiten und bei ihrem Arbeitsspeicher teilweise. Weil der Arbeitsspeicher zum Beispiel bei PS4 ja ein bisschen anders funktioniert nochmal. Und auch der Grafikspeicher und so. Das ist alles nochmal ein bisschen spezialisierter. Aber da punkten die halt. Nicht bei der CPU-Leistung. Und dieses Spiel braucht aber CPU-Leistung. Das heißt, man müsste bestimmte Prozesse dann irgendwie auslagern. Und das wird halt programmiertechnisch wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und das wird auch möglicherweise der Grund sein, oder einer der Gründe, warum dieses Spiel sehr wahrscheinlich, ich mach da mal die Schrägen weg und baue da mal Foundations hin, warum dieses Spiel sehr wahrscheinlich für die Konsolen auch nicht direkt nach dem Ende der Early Access kommt, sondern wahrscheinlich da auch nochmal ein bisschen Entwicklungszeit reingesteckt werden muss. Und ich vermute auch mal ganz stark, es sind alles Vermutungen meinerseits, ja, es ist basiert nicht auf Fakten, die irgendwo stehen, das vermute ich selber. Ich vermute ganz stark, dass die auch nochmal ein Extra-Studio damit beauftragen müssen, weil die das alleine gar nicht stemmen können, dieses Spiel nochmal zu porten. Da wird's, wenn es das für die Konsole geben wird, wird's einen Extra-Port, den die nochmal in Auftrag geben. Nur so kann ich mir das realistisch vorstellen, dass die das umgesetzt kriegen. Und wie gesagt, ist alles Spekulation meinerseits. Kann auch natürlich sein, dass das ganz anders passiert, aber meiner Erfahrung nach würde es ja wahrscheinlich so laufen, weil andere Beispiele laufen ähnlich ab. Bei Subnautica war es ja auch so. Das wurde von einer anderen Firma dann portiert. Für die Konsolen. Und das hat ja gar nicht dann die Firma gemacht, die es eigentlich produziert hat. Und das war auch erst nach der Early Access. Ja, das war nicht während der Early Access. Weil man halt schon eine relativ finale Version dann dafür braucht. Und das ist halt nun mal bei Satisfactory noch lange nicht gegeben. So, da habe ich wieder schön gelabert hier. Da habe ich mich wieder um Kopf und Kragen gelabert. Und ich würde sagen, wir machen hier gleich nochmal. Kann ich das durchziehen hier? Ja, das kann ich durchziehen, der Wahnsinn. Lasst uns das mal durchziehen. Das ist jetzt natürlich alles hier wieder erstmal provisorisch, damit wir die Sachen möglichst schnell am Start haben. Ne? Wie viel Strom verbrauchst du, wird gerade gefragt. Muss ich gucken? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht sagen. Im Zweifel viel. Hier muss ich gucken. Ich guck. Immer noch 3,4, so schwankend halt. 3,4 Gigawatt. Und das, obwohl die Kernbrennstäbeproduktion läuft. So, jetzt lasst uns hier mal noch ein bisschen Platz schaffen. Hier drüben. Für unsere Anlage, für unsere Turbomotorenanlage. Also, wir brauchen natürlich erstmal einen Fabrikadinsky. Für die Turbomotoren. Scheiße, jetzt ist ja wieder Gestrüpp am Start. Ich muss es mal sprengen, ganz kurz. Komm, das hier auch noch wegmachen. Los! Bäm! Ein Traum. Ein absoluter Traum. Immer schön alles wegsprengen. So muss das sein. Ist hier Platz für einen Fabricator? Muss mal gucken. Dann könnten wir ja an sich schon die Motoren da reinfüllen eigentlich.
Alternative Turbomotoren. Da will ich eh jetzt nochmal gucken. Also, wir brauchen 7,5 von diesen normalen Motoren pro Minute. 3,75 Steuerungseinheiten. Ich will mal gerade gucken, wie hoch ist denn unser Ausstoß an Steuerungseinheiten eigentlich? An Funksteuereinheiten. Unser Ausstoß an Funksteuereinheiten beträgt, wenn er natürlich dann laufen würde. Ach, 3,75, haha. Dann verbrauchen wir ja genauso viel, wie wir produzieren, Mensch. Das wird ein bisschen schwierig dann mit den Überschusseinlagern und so. Da müssten wir entweder die Anlage da übertakten nochmal. Oder nochmal eine zweite Anlage für Funksteuereinheiten bauen. 7,5 Motoren pro Minute. Da muss ich jetzt auch nochmal schauen, wie viele da rausgehen. Das kommt ja aus unserer Motorenfabrik. Da fahre ich jetzt, laufe ich jetzt mal ganz kurz rüber und gucke nochmal, wie viel da rausgeht. Hast einen Eingang am Fabricator frei. Belegst Eingang zusätzlich mit dem Material, welches am meisten benötigt wird. Ah, um das schneller reinzufüllen. Ah, guter Tipp. 7,5 pro Minute. Hey, ist das nicht sogar genau die Menge, die wir brauchen? 7,5 werden rausgehauen. 7,5 werden rausgehauen. 7,5 werden rausgehauen. Ich muss mir das mantramäßig so eindengeln, damit ich das halt nicht vergesse, bis ich wieder angekommen bin. Wie mein Gehirn halt so funktioniert. Einmal im Kreis gedreht, schon wieder alles vergessen. Wie so ein Goldfisch. Goldfischbär. Ha, genau. 7,5, genauso viel, wie wir raushauen. Also, hiervon produzieren wir genau genug. Hiervon produzieren wir genau genug. KI-Begrenzer wahrscheinlich nicht. Statoren brauchen wir mehr. Okay, ich werde jetzt hier mal dieses Arrangement mal ein bisschen aufdröseln. Das hier müssen wir mal ganz kurz wegmachen. Wir brauchen nämlich noch eine zweite Statorenproduktion tatsächlich. Da kann ich eine Rampe hinbauen. Wir müssen das hier mal kurz aufdröseln. Wir brauchen ein bisschen den Platz jetzt. Zweiter Manufaktor für Statoren. Turbodraht kriegen wir hier eh zu viel rein. Deswegen passt das ganz gut. Und Rohre, da müssen wir eigentlich noch eine Produktion machen. Die stelle ich dann einfach hier hin. Das heißt, warte. Ne, nicht Manufaktor, da habe ich natürlich wieder falsch geklickt. Wir hauen das hier nochmal weg. Machen da einen Splitter an die Stelle. Genau. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und dann noch einen Konstruktor. Genau, dann versorgen wir nämlich jede von den Statorenproduktionen entsprechend mit ihrer eigenen Stahlrohreproduktion. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genügend. Und sollte es nicht reichen, können wir noch die einzelnen Anlagen hier übertakten. So. Nice. Du kannst schon mal den Auftrag kriegen. Ah, hat er schon. Okay, dann Strom braucht er. Genau, so. Jetzt müssen wir da oben bei dem Band entsprechend das Ganze splitten. Wir müssen den Turbodraht absplitten und die Highspeed-Anschlüsse müssen ja wieder da hinten durch. Das wird jetzt ein bisschen knifflig. Ich versuche das mal in einer Linie zu irgendwie hinzukriegen vielleicht. Nicht genügend Freiraum, nicht genügend Freiraum! Ich weiß, wie ich es mache. Dauert nur einen Moment. Ja, das ist die richtige Höhe. Dann bauen wir hier nämlich einfach einen Splitter direkt drunter. Es muss ja auch ein intelligenter sein halt, ne? Das ist halt das Ding. Und den bauen wir einfach in einer Linie. In einer wunderschönen Linie mit dem Eingang von dem Teil. Mal gucken. Wir sind halt so nah wie möglich an die Kante ran, genau. Dann ziehen wir das Band einfach... Nein. So, genau. Einfach hier rein. Komm schon. So, und dann sagen wir ihm schon mal, linker Ausgang bitte Highspeed-Anschlüsse abfiltern. Und dann geben wir das Ganze direkt da hinten drauf. Immer hinten drauf, Frau Mengelberg. So ist schön gerade. Immer hinten drauf. Immer hinten drauf. Immer hinten drauf. Immer hinten drauf. Und vorne, beziehungsweise, ja, vorne, splittern wir den Turbodraht ab. T. Da.
Turboldraht mit T. Genau, und der wird dann verteilt an zwei Anlagen. Sekündchen, das machen wir gleich mal ganz chillig. Und zwar machen wir das hier nochmal weg. Das hauen wir dann einfach. Ah doch, warte, das geht. Sekunde, ich glaube, das geht. Ich muss es doch einfach nur von hier nach oben gehen und dann verbinden wir das einfach. Ja! Nice. Ja. Das geht alles. Bam! Turbodraht incoming. Jawohl! So, das läuft dann jetzt auch nicht mehr so schnell voll, das Band. Das war nämlich das Problem hier an der Stelle. Der Turbodraht hatte sich teilweise nämlich schon gestaut, weil die eine Anlage hier nicht genug verarbeiten konnte. Und jetzt haben wir zwei, die auch wunderbar angeschlossen sind. Der Wahnsinn. Und jetzt haben wir auf jeden Fall genug Statoren erstmal. Jetzt müssen wir halt natürlich hier das eigentlich noch verbinden. Wartet mal, das müssen wir. Wir müssen das hier nochmal wegmachen. Den Anschluss, den Strommast. Da müssen wir nochmal neu verbinden jetzt. Das hilft jetzt alles nichts, da müssen wir durch. Wo kam jetzt der Strom her? Der kam von hier drüben. Ja. Genau. Müssen wir mal gucken, was ist denn jetzt alles tot? Das ist tot. Das ist tot. Das ist tot. Noch irgendwas? Irgendwas blinkt hier noch. Das ist tot, okay. Und das ist tot. Haben wir sie jetzt alle? Haben wir sie alle? Die Anlage ist erstmal unwichtig. Die hat noch nicht genug Rohstoff. Da hinten der noch. Genau. Jetzt müsste eigentlich wieder alles soweit laufen. Genau. Alles wieder grün. Ah! Ich habe gleich keinen Brennstoff mehr im Jetpack. Genau. Haben wir alles angeschlossen. Jetzt müssen wir das fusionieren und absplittern. Also, wir splitten jetzt einfach hier vorne schon mal direkt für diesen gegenüber ein Teil ab. Von den Statoren, die hier rauskommen. Und da setzen wir jetzt einen Fusionator, denn wir brauchen ja noch eine größere Menge für die Produktion der Turbomotoren. Ah, shit. Jetzt habe ich nicht richtig hingeguckt. Knickende Optik. Jetzt geht's. Habe ich wieder nicht auf die grünen Linien geachtet. Wie kann ich nur, ey? So rücksichtslos. So. Genau. Dann haben wir die Statoren jetzt auch. Hervorragend. Ich bin nur gerade am überlegen, wie ich das jetzt hier dann noch löse. Das muss ja auch alles nochmal ein bisschen weiter fusioniert werden. Wartet mal. Wir machen hier mal was ganz Lustiges. Wir stapeln hier mal. Das sind ja beides dieselben Ressourcen. Oder beziehungsweise sie werden ja für die... Das sind ja die Rohstoffe für die Dings. Für die Kernbrennstäbe. Ich stapel hier jetzt einfach mal den Fusionator. Und schließe einfach nur die oberen an. Dann haben wir hier unten nämlich Platz. Voll clever. Wenn es doch nur gehen würde. Es geht irgendwie nicht. Scheiße. Muss ich wieder weiter nach vorne gehen. Bin so clever, dass ich für das Spiel schon zu clever bin. Ist unglaublich. Zu clever fürs Spiel. So, warte jetzt. Jetzt genau, guck mal. Geht doch alles. Funzt doch alles, jawohl. Nice, genau. Haben wir das so fusioniert, jetzt haben wir hier unten Platz. Großartig. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, bis hierhin. So, da haben wir Statoren. Genau, no power. Ja gut, den müssen wir natürlich noch powern hier. So, Statoren werden eingefüllt. Motoren kriegen wir von oben. Die werden schon angeliefert da hinten. Da muss ich jetzt mal... Da ziehe ich jetzt einfach mal hier die Foundations durch.
bis hier hin. Wie weit kann ich denn da ran nach vorne? Ja, das geht so. Wunderschön. Dann holen wir uns die jetzt von oben. Und zwar von dem Band, das aus dem Lager kommt. Das war vorhin mühsam in mühevoller Kleinarbeit hier nach vorne gezogen haben. So. Motoren am Start. Schön, so eine Reihe Motoren, ne? Werden auch eingefüllt. Jetzt brauchen wir noch die Funksteuerungseinheiten. Die ziehe ich jetzt einfach mal von der Produktion da drüben direkt ab. Auch wenn die eigentlich erstmal in ein Lager umgeleitet werden sollen, was jetzt momentan noch nicht passiert. Ich hole die jetzt einfach hier an der Stelle einfach hoch. Wenn die hier frisch rauskommen aus dem Lager. Löschen wir das mal weg. Ja, jetzt sind natürlich hier im Dingsi drinne. Sterbt ihr Kisten. Also hoch da. Hervorragend. Ach, es ist toll, wenn das alles so beieinander ist. Wenn man sie alle beieinander hat, ist das halt einfach super. Wenn man sie alle beieinander hat, meine lieben Freunde, das ist ein echtes Lebensgefühl. Kann ich euch nur empfehlen. Jetzt werden einige sagen, weißt du, hast sie alle beieinander? Ja! Ganz dicht beieinander habe ich sie. Daher kommt nämlich auch die Redensart, man ist ganz dicht. Weil man es alles ganz dicht beieinander hat. Das ist der Wahnsinn. Das ist so toll. Das ist der Obiahamea. Flupp. Und dann... komm, das machen wir jetzt so. Auch jetzt gar nicht lange rumtun hier. Ja, wusch. Oh, Freeze. Das ist der Speicherfreeze, der tatsächlich nur noch alle halbe Stunde passieren soll. Moment. So und so. Ja, da haben wir die Funksteuerungseinheiten. Wahnsinn. Die dritte Komponente am Start. Gut, meine lieben Freunde. Dann fehlt uns nur noch eine. Ihr seht es schon. Die KI-Begrenzer fehlen uns. Jetzt muss ich mir aber tatsächlich erstmal einen Überblick verschaffen. Denn die KI-Begrenzer werden nämlich für so einiges gebraucht. Nicht nur für diese Turbomotoren, sondern tatsächlich auch noch für andere Dinge. Zum Beispiel für Quarzoszillatoren, glaube ich. Also für die Fabrik, die hier drin ist. Da müssen wir jetzt mal einen Kontrollblick werfen, tatsächlich. Und zwar muss ich jetzt erstmal schauen, wie viele KI-Begrenzer ich brauche, um hier Oszillatoren zu bauen. Und wie viele wir überhaupt raushauen und ob wir die Produktion einfach nochmal steigern. Oh, da sind nicht genug am Start. Da geht's schon los. Mega Engpässe tun sich auf. Oder liegt das jetzt einfach nur daran, dass dieses Band hier nicht verbunden ist? Oder liegt das daran, dass... Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl tatsächlich. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich glaube, ja, hier ist einiges vollgelaufen und deswegen werden die nicht mehr mit Platinen versorgt. Hahaha. Jetzt müssen wir hier mal freilöschen. Da wird so einiges nicht mehr produziert hier gerade. Das ist halt immer ein bisschen gefährlich mit diesen Splittern hier, die dann so volllaufen. Genau, jetzt haben die nämlich hier keine Platinen mehr gehabt. Das ist nämlich das Problem. Deswegen wurden keine Dingsies mehr gemacht. Wir brauchen mal noch eine separate KI-Begrenzerproduktion. 5 pro Minute kommen hier raus. Und hier drüben dann wahrscheinlich nochmal 5. Ja. Das sind dann insgesamt 10. Und wir brauchen ja... Ich glaube, hier drüben noch welche? Nee. Genau, bei den Supercomputern brauchen wir noch welche. Müssen wir mal gucken. Ja. Da brauchen wir 5. Okay, wir brauchen definitiv noch eine Anlage für diese Dinger. Platinen und Turbodraht werden da gebraucht dafür. Jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn für Möglichkeiten, Platinen zu produzieren? Parts. Platine. 3 verschiedene Möglichkeiten. 2 davon sind sehr ergiebig.
Wir hätten die Möglichkeit, mit Gummi- und Drahtplatinen herzustellen. Das ist fast schon sinnvoll, weil wir haben hier, glaube ich, beides. Wir haben hier Draht und Gummi. Können wir zumindest hier relativ schnell machen. Und Kupfer haben wir ja auch noch genug. Also ich würde fast sagen, wir sollten diesen Blueprint machen. Da brauchen wir natürlich noch eine Raffinerie. Also wir brauchen ja definitiv noch eine Platinenproduktion. Da brauchen wir erstmal Platz dafür. Das heißt, wir machen das jetzt mal so. Wir ziehen das hier jetzt mal hoch auf die Höhe von diesem Steinplateau hier. Und bauen da mal noch eine Raffinerie. Die wir dann hier verbinden. Mit unserem Ölband da hinten. Zum Glück haben wir ja dieses Ölband. Kann die Raffinerie auch eigentlich hier vorne bauen. Hier haben wir ja genug Platz eigentlich. Uah! Ah, kein Zement mehr. Das ist so lustig, wenn man so im Bauflow ist und man achtet nicht drauf, dass man ja kein Material mehr hat gleich. Ist auch lustig. Noch lustiger wird's, wenn ich nicht drauf achte, dass ich keinen Treibstoff mehr habe und dann abstürze. Bei ich hab's doch gewusst, leckt's ordentlich. Tja. So ist das, wenn man Spaß hat. Nee, ist halt wirklich so. Irgendwann läuft das halt mit der Performance nicht mehr so gut, ne? Da muss man dann halt schauen. Jetzt habe ich hier natürlich Electromagnetic Control Rods und Statoren im Inventar. Die lösche ich jetzt einfach mal. Dann nehme ich mir mal noch ein bisschen Zement. Vielleicht auch mal sortieren. Könnte ganz schlau sein. Oh nein, jetzt habe ich wieder das. Ah, okay, es verschwindet. Verschwinde! Du blöde Anzeige! Geh weg! Sage ich mir bei der Polizei auch immer. Verschwinde, du blöde Anzeige! Geh weg! Mann, shit! Jetzt muss ich mir irgendwas nehmen. Auch das sage ich mir bei der Polizei. Jetzt! Hau ab! Genau. Gut. Das ist leider ein Bug. Momentan. Dass dann das immer so noch drin hängt. So. Hier genau. Plattform bauen für die lustig launige Fabrik. Raffineriefabrik. So, die ist ja ein bisschen größer. Die braucht ein bisschen mehr Platz. Dö. Ölraffinerie. Schön mittig. Ach komm, was soll's. Wir schieben die einfach hier ein bisschen rüber. Hier hin. Bisschen weiter nach vorne. So. Wunder nice. Dann machen wir da einfach noch ein Dingsi hin. Förderbandi. Und ein Splitti. Förderband-Splitter. Was? Ach, Kabel. Ah. Natürlich. Natürlich. Schnell nochmal Kabels holen. Wow, 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 wow. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Das spart Treibstoff. Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin irgendwie gegengeklatscht, hochgeschnipst und wieder runtergefallen. Was man halt so macht. Das können wir mal löschen und dann lieber noch ein Steckkabel mitnehmen. Irgendwas anderes. Na, lasst uns mal noch die anderen Stacks auffüllen. Lasst uns mal noch die Motorenstacks auffüllen. Das können wir löschen. Noch irgendwas. So, Platten. Der Rest müsste eigentlich okay sein. Vielleicht noch ein paar Computer. Treibstoff. Ja, da lasst uns auch gleich mal einen Abstecher machen auf jeden Fall. Da muss ich rüber zum Megakraftwerk, also nicht zum Atomkraftwerk, sondern zum Megakraftwerk. Und was versuchen wir gerade, vielleicht nochmal zur Erklärung für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Wir wollen gerade Turbomotoren automatisiert produzieren lassen. Und da fehlen uns jetzt noch KI-Begrenzer. Und für die KI-Begrenzer fehlen uns noch Platinen. Und da sind wir gerade dran, das an den Start zu bringen. Das ist der Plan.
Wow, Vorsicht. So, da mopse ich mir mal hier was raus. Und dann mopse ich mir hier drüben was raus. Wunderbar. Wunderbar. Danke nochmal für den Hinweis. Auf jeden Fall ist an der Stelle jetzt diese Folge Satisfactory auch wieder zu Ende. Wenn ihr jetzt selber Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielbär mit AE benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und auch diese Videos direkt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Satisfactory. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao!